Halli und Hallöchen, liebe Freunde, zurück zu einem weiteren TCG Online Booster Opening. Wir haben so ein paar Büsterchen zur Auswahl. Stunde Wächter, Nacht in Flammen, verborgenes Schicksal, Welt im Wandel, Schwert und Schild Base, Clash der Rebellen, flammende Finsternis, Farbenschock, glänzendes Schicksal und dreimal Kampfstile. Wir fangen mal vorne an, gucken, wie lange wir Lust haben. Und dann schauen wir mal, was die Hitrate so mit sich bringt, was für neue Karten wir ziehen. Die Frage, machen wir Kampfstile auch auf oder machen wir das erst? Tja, das wird die Überraschung des Jahrhunderts. Tortunato erstmal in Reverse Rare. Und ein Tektas in Holo. Okay, immerhin schon mal eine Holo. Sieht man jetzt auch nicht mehr so oft. Ja, nee. Dadurch, okay, Reißlaus Reverse. Und ein Dressella. Viscargo ist neu dabei. Genauso wie Koriogel in der Elektroform. Und Pandagro. Als normaler Rare. Das ist. Ja. Theoretisch müsstest du eigentlich mal einen Lipscomb spielen. Maho, ja. Einfach um die ganzen Pokémon nicht kennenzulernen, aber. Das ist ein krasses. Das ist ein krasses Artwork, holy shit. Ja. Da haben sie sich gedacht, ja, wir machen den Kindern richtig schön Angst. Noch eine Maruder-Holo. Ja, es sieht halt echt bisschen, fast so ein bisschen echt aus. Wie in diesem Meisterdetektiv Pikachu so ein bisschen. Mhm. So, was haben wir hier? Tektas Reverse, Rare und Mahomai Holo. War Stunde der Wächter irgendwie so ein Holo-Set? Nee, es gab auch so GX, oder? Ach klar. Ach klar, sagt sie. Naja, bei Schwert und Schild Base war ja auch schon wieder nix. Aber ich finde krass, dass Tektas so. Ja, irgendwie so oft vorkommt, ne? Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass es ein kleines Ding ist, aber. Ja, ich auch nicht so richtig. Ich meine, cool sieht schon aus, ohne Frage. Ich meine, dass sowas halt aus Reißlaus entsteht, ist schon nicht ohne. Weilord. Auch ganz, ganz. Aber das, ganz ehrlich, das sieht aus, als hätte ich das damals gezeichnet. Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, das sieht noch im Vergleich zu meinen Zeichenkünsten immer noch zu gut aus. Aber ein cooles Schwalboss. Schwalboss ist auch ein cooles Pokémon. Schöne dritte Generation. Okay, Mondscheibenpodium und der letzte. Ach, Meteno. Vier Holos. Was ist das? Ach nein, jetzt habe ich öffne noch mehr gedrückt. Holo Power. Booster Packs. So. Nach dem Flammen. Eine Chance auf Rainbow Glurak, zumindest in der virtuellen Form. Glurak. Schauen wir mal, also in der digitalen. Digitalen. Tangela ist erstmal neu. Zapladin, Zwirklob, Bodybuilding handeln und das quälende Spray in Reverse. Und immerhin eine GX. Ein Hoch. Auch cool. Sehr cool. Sehr schönes Artwork auf jeden Fall. Und wir gucken gleich weiter. Verborgenes Schicksal. Wir springen ein bisschen weiter nach vorn. Die sind ja nie geordnet nach Erscheinung, ne? Doch, doch. Echt? Ja. Major Bob. Na ja, gut. Und Blitze. Doch, doch, weil hier quasi kommt dann Schwen Schild Base und dann kommt Clash. Also es ist schon so nach den Boostern sortiert. Aber ich meistens immer dann X und Y, was so war, ganz hinten habe. Ach so, ja, das habe ich auch ganz oft. Ja, keine Ahnung warum. Aber normalerweise Welt im Wandel auch schon lange nicht mehr aufgemacht. Ja, fehlt noch die Götterkarte. Ja, die Götterkarte. Das wäre jetzt echt cool. Aber bisher noch nix. Aber eine Rosie in Full Art. Holy Macaroni, sieht aus wie 12, ist bestimmt 16. Nee. Nee? Ich glaube, die ist sogar 10 oder so. Ach Gott, okay. Dann haben die. Ja, okay. Genau, ja. Sag mal lieber nichts dazu. Okay, Togedemaru Reverse haben wir auch noch nicht gehabt. Und? Geraldine ist 16, wohl im Deutschen. Na gut, aber das ist ja okay. Ist ja keine Minderjährige dann in dem Fall mehr, aber. Hallo, da Whippix und nichts mehr. Okay, eine Full Art bisher. Theoretisch wäre es bei uns noch minderjährig.
Ja, aber. Also man ja. darf Alkohol kaufen, aber. Genau. Ne? Ja, okay. Ich bin jetzt ein. Ein Dude. Ich sag mal, ja, 30, 40-Jähriger, das ist dann. Nix. Ne? Clash der Rebellen. Was haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch 19, 40, 59, 62 Booster. Wenn wir das machen, haben wir 30, da haben wir fast ein Display. Also ich würde sagen, Clash und Flammen der Finsternis machen wir noch, den Rest beim nächsten Mal. Nein. Dann müsst ihr leider auf Kampfstile warten, Freunde. Nein. Ja. Bei Clash der Rebellen haben wir auch schon so viele Hits. Wir haben da unfassbar viel Displays einfach auch geöffnet. Damals, wir haben ja irgendwie 6 Displays gekauft. Oh. Da waren die Zeiten noch so Das schlimm. War echt nicht normal. Also, nee. Aber wir hatten einfach auch Spaß an dem Set. Das war das Problem. Ja, also, weil die Problem in Anführungszeichen. Ja. Es war einfach ein gutes Set. Ja. In uns, also da, in dem war es noch besser als Schwert und Schild Base. Und das haben wir natürlich gesagt, ne? Ja, wenn man jetzt die jetzigen... Und es gab einfach Riffex. Ja, Riffex war cool. Und die ganzen VMAX-Rainbows waren auch ziemlich cool. Die gefühlt jetzt alle wieder in irgendwelchen Sets Reprints kriegen, in den Special-Sets so immer. Wo du so denkst... Kann man ja immer nicht wissen. Nee, kann man natürlich halt wirklich nicht. Aber die Pokémon Company reibt sich die Hände. Ja, ja. Mua, 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 mua. Die machen ordentlich Kasse auf jeden Fall. Ja, Orgel! Ein wildes Orgel! Greift an. Oha! Okay. Was? Oh Gott. Einfach mal. Libelo VMAX in Rainbow. Schon random wieder? Ja. Es ist das Gute, dass man es bei diesen Online-Boostern halt nicht glitzern sieht vorher. Nicht so wie wenn man normale Booster aufmacht. Und was haben wir? Wir haben einen Schlapfel. In Reverse Rare. Und ein Smetbo. Okay. Nichts Neues. Und ein Dolnarion in Holo. So, last but not least. Wieder 2 verdeckte. Humanoid Reverse Rare und Volnona. Also irgendwie gönnen die Booster heute gar nicht. Also wir hassen immer einen dicken Hit. Und dann ansonsten hast du entweder gar nichts oder 5000 Holos. Flamme der Finsternis. Gönn doch mal. Gönn doch mal. Komm schon. Ich weiß, dass du es möchtest. Galaflampivian in der Feuerform. Reverse Rare. Und die fürsorglichen Pokémon-Züchter in Full Art. Heißt das jetzt, dass die nächsten 17 Booster einfach wieder schlecht werden? Und da gar nichts mehr kommt, weil wir schon alles rausgezogen haben? Das ist natürlich sehr schade. Aber wir lassen uns überraschen. Ramot erstmal in Reverse Rare und Grabbit. Das lachend dem Sonnenuntergang, Aufgang, man weiß es nicht, entgegengrinst. Mit seinen durchtrainierten Ohren. So, dann haben wir Scoppel in Reverse neu und Electragon. Komm schon. Hydra-Gear Reverse Rare. Klick die Klack. Also in Japanisch, wenn ich das jetzt so richtig sehe, ist es einfach nur Wie heißt es? Aber irgendwie kommt mir das falsch vor. Aber dann wäre zumindest die Assoziation zu Orgel wenigstens klar. Weil im Englischen heißt Orgel nämlich Cramorant und da weiß ich nicht, wie man auf Orgel kommt. Naja. Das heißt halt viel, auf jeden Fall Cramorant. Genau. Englisch, Italienisch, Spanisch und so. Koreanisch heißt es Soguchi. Und auch diese Tamagotchi. Es soll halt einfach nicht sein. Wir haben einfach immer nur einen Big Hit und dann... Mann, gönn doch. Ach. Oder du hast einen Big Hit einfach doppelt. Fürsorgliche Pokémon-Züchter, Full Art. Das zweite Mal. Hätte ich die mal so gezogen, hätte ich sie mir nicht kaufen müssen auf eBay. Freunde der guten Unterhaltung. Hydra-Gel in Normal Rare haben wir noch gar nicht gehabt. Auch interessant.
dass wir nach so vielen Boostern immer noch normale Rares nicht hatten. Ach, Elektragon. Oh. Ah ja, Vogelprofi, Vogelprofi, Reverse. Mhm. Enikoro oder Kaguron, wie es auf den Karten hieß. Das ist sehr krass, da heißt es Enikoro. Und auf der Karte haben sie es nicht mehr hingekriegt. Versteckenergie in Reverse ist neu. Und Schlaraffel. Die Booster sind heute nicht so cool. Lavita Reverse ist neu. Aber doch noch eine V. Brutalander, Freunde der guten Unterhaltung. Auch ein sehr, sehr cooles Pokémon. Schade, dass es Typ Drachen nicht mehr gibt. Dieses Normalzeichen, das verwirrt mich einfach, bei wenn ich so Pokémon wie Brutalander sehe. Das ist für mich einfach kein Normaltyp, aber ja, schade. Wirklich schade. Aber lässt sich halt nichts machen. Hypoteros Reverse Rare und Darkrai in Holo. Holo, Holo, Holo. Holo! So, noch drei Stück. Sind ja noch nicht bei Vincents Schicksal angekommen, das kommt dann wieder. Ja. Quartermark, Reverse, Cavalances. Vorletztes Pack. Hypoteros. Und letzte Rare für heute vielleicht. Ein Swarones. Das war sehr ernüchternd. Und weil das so war, Freunde, gönne ich jetzt einfach. Ja? Ich gönne jetzt einfach doch die drei Booster Kampfstil. Ich kann nicht länger warten. Ich muss wissen, was da drin ist. Vielleicht kommt das Video auch erst nach unserem eigentlichen Opening, aber das ist egal. Genau, gucken wir mal. Aber ich muss wissen, ich hab's und da muss man's aufmachen. Ich kann sowas nicht sammeln. Ganz, ganz schwierig. Ich kann sowas nicht. Okay, fangen wir mal an. Okay. Wir haben hier eine Feuerenergie. Wir haben ein Shinox, fließender Angriff. Thermopod, in der Knetform. Super süß. Ja. Habitak. Okay. Onyx, auch übel. Buntstiftzeichen, Steve, nicht übel schön. Knofenser, ich muss nur mal gucken. Okay, wir haben jetzt nach Knofenser noch 4. Was würdet ihr? Okay. Nee, wird da eben nicht. Fluchtseil, okay. Venofliebes in der fließenden Angriffsform. Ibitak. Nee, ich glaube. Kramchef in Reverse. Und die erste Karte. Yes, rare. Ich weiß jetzt schon, dass Habitak und Ibitak irgendwo in einem Deck auftauchen. Ja. Oh ja, nee, doch. Also ist. Habitak. Am Vierer. Am Vierer? Und Ibitak auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. So, nächstes, come on. Drei hast du gesagt, ne? Ja. Die guten Dinge sind drei. So wie damals mit den drei Boostern, wo du dann einfach mal zwei Rainbows. Ja. Und Ibitak. Praktibalk. Psiao. Ja, der wird auch wieder mit drin. Electek, sehr geil. Schlupp! Während deines nächsten Zuges kann dieses Pokémon Schwinger nicht einsetzen. Ist aber nicht so spielbar. Weil du machst einmal 30 Schaden, dann kannst du wieder nicht. Das ist so scheiße. Schlurp. Boah, wieder so viel Energie. Kikugi, aber. Kikugi? Ach, der stimmt schon, ne? Für 50 Schaden 3 Energie ist schon. Schon viel. Cesurio. Das sieht aber sehr merkwürdig aus, aber ja. Interessant. Oh, Schwertold und Schildrich, ja, das sind sie. Wähle eine Trainerkarte aus deinem Ablagestapel. Frage anschließend deinen Gegner, ob du sie auf deine Hand nehmen darfst. Wenn ja, nimm sie auf deine Hand. Wenn nein, ziehe drei Karten. Dann, dann, dann. Oha, die haben es endlich reingeschafft. Holy shit. Venufliebes in der fließenden Form. Again. Sensekt. Nein, Sensekt. Hier, das ist auf dieser Insel, auf dieser Rüstungsinsel vor dem. Naja, ist ja auch Fuluausu, so. Ja. Kann das ja mal gespoilert. Und die nächste Karte ist. Ah, das ist aber gut! Meistergriff. Das ist für meinen Pokédex gut. Ja. Das ist unser Pokédex, aber der. Das Artwork ist schon ein bisschen. Das sieht aus, als. Das hättest du zeichnen können. Das ist sehr dein. Nee, Ziel. Selbst das ist schon. Ach komm. So. Oh, Mankey. Mankey und Rabas. Wir haben eine Metallenergie. Stahlenergie, keine Ahnung. Mankey, fokussierter Angriff. Gladiantri. Sensekt nochmal. Shinix nochmal. Psiao nochmal.
Fokussiert das Deal Maastricht. Du kannst diese Karte nur spielen, wenn es die letzte Karte auf deiner Hand ist. Oh, durchsuche dein Deck nach einem fokussierten Angriff-Pokémon und lege es auf deine Bank. Mische anschließend dein Deck. Wenn du auf diese Weise dein Deck durchsucht hast, ziehe 5 Karten. Okay. Pupponcho. Okay. Oh, das heißt, es gibt einen Biblion vielleicht. Luxio, fließender Angriff. Okay. Floink, fokussierter Angriff. Reverse. Und haben wir noch mal haben wir noch mal einen Hit? Ist die Frage der Fragen. Wir werden sehen. Jetzt. Surprise! Wie? Das ist auch drin. Cool. Cool. Yeah. Naja, ist doch immer. Mit der Fähigkeit Bühnenkunst. Einmal während deines Zuges kannst du so lange Karten ziehen, bis du 3 Karten auf deiner Hand hast. Wenn dieses Pokémon in der aktiven Position ist, kannst du stattdessen so lange Karten ziehen, bis du 4 Karten auf deiner Hand hast. Okay. Du kannst die Fähigkeit Bühnenkunst nur einmal pro Zug einsetzen. Okay. Kreuzschere, wirf eine Münze per Kopf, fügt diese Attacke 80 Schadenspunkte mehr zu. Ist okay. Ist cool, also die Fähigkeit und die Attacke, aber warum zur Peise? Weil das ein krasses, fokussiertes Pokémon ist. Nee, ist halt eben gar nicht. Psst. Aber gut. Sei doch nicht so. Freunde, das war ein kleines Online-Opening. Mal gucken, was kommt. Ob vielleicht am Donnerstag oder erst gefühlt Wochen später, nachdem wir erstmal Kampfstile aufgeruppt haben, wie die Bekloppten. Ihr werdet sehen. Vielleicht ist es diesmal auch kein Spoiler, das Video, ja, sondern kommt demzufolge erst hinten dran. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen und ein Abo da. Wir bedanken uns fürs Einschalten und sagen Tschüss. Dann bist du dahin. Bleib dir geschmeidig.